Was ist die wichtigste Frage, die sich Familienunternehmer tagtäglich stellen? Es ist die Frage, wie werden wir über Generationen hinweg erfolgreich? Wissenschaft und Praxis haben jedoch noch keine wirklich schlüssige Antwort auf diese Frage. Diese Lücke versucht unsere neue Studie zu schließen. Sie befasst sich explizit mit dem generationenübergreifenden Erfolg von großen Unternehmerfamilien. Wir haben darin explizit große Unternehmerfamilien untersucht, um ihrem Erfolgsgeheimnis auf den Grund zu gehen. Dabei haben wir 4 zusammenhängende Erfolgsfaktoren identifiziert. Der erste Erfolgsfaktor ist die unternehmerische Einstellung der Unternehmerfamilie. Wir sehen, dass Unternehmerfamilien aus dem Bestehenden heraus Neues entwickeln und dabei sorgfältig Sicherheit und überschaubares Risiko kombinieren. Der zweite Erfolgsfaktor ist unternehmerische Aktivität auf der Ebene der Unternehmerfamilie. Wir schauen uns nicht nur das Familienunternehmen an, sondern die Unternehmerfamilie als Ganzes und alle Unternehmen, die dort besessen werden. Und wir sehen hier eine sehr hohe unternehmerische Kraft. Der dritte Erfolgsfaktor ist das Management und die Weitergabe des Privatvermögens der Unternehmerfamilie. Wir sehen hier, die Unternehmerfamilien in unserer Studie scheuen ein bisschen das Risiko, sie investieren in bekannte Assetklassen und vertrauen sehr bekannten Personen bei der Verwaltung des Privatvermögens. Ist dieses Privatvermögen sehr groß, kommen wir zum vierten Erfolgsfaktor, nämlich einem Single Family Office. Für viele Unternehmerfamilien kann sich die Einrichtung einer solchen Institution lohnen, wenn bestimmte Punkte beachtet werden, beispielsweise ob das Single Family Office familienintern oder familienextern geführt werden soll. Dort sehen wir zum Beispiel, dass familieninterne CEOs einen ganz anderen Hintergrund haben als familienexterne CEOs. Diese Faktoren haben wir ein gesamthaftes Modell integriert und für jedes Element, das ich hier kurz vorgestellt habe, finden Sie viele weitere Informationen und Details in der Studie, aber auch in unseren weiteren Unterlagen und Veranstaltungen. Vielen Dank.